Es ist Zeit für den ersten Zwischenstand beim Vergleich Kies gegen Soil. Was glaubst du, wer liegt vorne? Hey Leute, hier ist wieder Tobi von Aquaona, dem deutschen Aquascaping-Kanal. Hier findest du alles über Aquascaping und die Aquaristik, damit du mehr Spaß und Erfolg mit deinem eigenen Aquarium hast. Ich will dir heute einmal den Zwischenstand im Twinscape-Becken mit dem Vergleich Kies gegen Soil geben, nach ziemlich genau 2 Wochen der Wachstumszeit. Und ich muss sagen, ehrlich gesagt, mich hat wirklich überrascht, wie deutlich der Unterschied jetzt schon ist. Das kann man sicherlich problemlos direkt mal festhalten. Im Becken mit Soil wächst alles sehr viel besser. Wobei, nein, nicht alles, aber das präzisieren wir gleich nochmal ein bisschen. Also, erster Zwischenstand, deutlich sichtbar stärkeres Wachstum im Aquarium mit Soil, aber gleichzeitig auch deutlich stärkeres Algenwachstum im Aquarium mit Soil. Denn das Soilbecken weist mittlerweile schon ziemlich deutlich lange grüne Fadenalgen auf, wohingegen das Kiesbecken die zwar auch aufweist, aber wesentlich schwächer und bisher nur so wirklich am Bodengrund. Man kann also bisher sicherlich zusammenfassen, stärkeres bzw. schnelleres Wachstum im Becken mit Soil, aber gleichzeitig auch stärkeres bzw. schnelleres Algenwachstum im Becken mit Soil. Beides trifft auf das Kiesbecken sozusagen nicht zu. Gucken wir uns die einzelnen Pflanzen mal im Detail an. Bei der Staurogyn repens und bei der Cryptocoryne undulatus red würde ich persönlich sagen, sehe ich keinen Wachstumsunterschied. Das heißt, da macht es bisher keinen Unterschied, ob diese Pflanze in Soil oder in Kies gepflanzt ist. Den stärksten Unterschied sehe ich für mich persönlich bei der Rotala macrandra, denn die ist einfach in dem Becken mit Soil ziemlich genau doppelt so hoch wie in dem Becken ohne Soil und das ist schon ein deutlicher Unterschied. Rotala macrandra gehört aber eben auch nicht umsonst mit zu den schwierigsten Rotalas, die man so im Aquarium halten kann. Ebenfalls sehr deutlicher Unterschied ist im Glossostigma zu sehen und in der Massilia hirsuta. Beide Bodendecker haben sich im Aquarium mit Soil schon deutlich breiter auseinandergewachsen, als es im Aquarium mit Kies noch der Fall ist. In dem Kiesbecken kann ich noch nicht richtig sehen, dass da erste Ausläufer geworfen wurden. Im Aquarium mit Soil hingegen ist vor allem das Glossostigma schon weit in den Bereich vom Massilia hineingewachsen. Also da ist ein Ausläufer schon, ja, hat schon sozusagen die Hälfte der Strecke zurückgelegt. Bei den anderen Pflanzen fällt der Unterschied nicht so groß aus. Bei der Rotala hara sehe ich tatsächlich auch noch einen Unterschied. Positiv für das Becken mit Soil, denn auch da ist die Hara schon, ja, ein Stück größer als im Becken ohne Soil. Bei der Gratiola viscidula kann ich ebenfalls keinen richtigen Unterschied feststellen. Da muss man aber eben auch sagen, ist halt eine langsam wachsende Stängelpflanze. Das heißt, wenn dort ein Unterschied zu sehen sein wird, wird der auch wahrscheinlich erst später auftauchen. Auch im Eleocharis kann ich übrigens bisher noch nicht wirklich einen Unterschied feststellen. Beide Bodendecker haben sich in beiden Becken noch nicht so richtig verbreitet. Aber Eleocharis ist halt auch keiner der ganz schnell wachsenden Bodendecker. Spannend ist hingegen die Rotala valici. Von der Größe her ist sie in beiden Becken relativ identisch, aber im Becken mit Kies kann man an der Valici schon erste deutliche Mangelerscheinungen feststellen, nämlich weiße Triebspitzen, was auf Eisenmangel hindeutet. Etwas, was natürlich im Aquarium mit Soil durch das Soil ausgeglichen wird. Rotala valici gehört sicherlich zu den Rotala-Arten, die die meisten Nährstoffe fordert und deshalb kommt es auch nicht überraschend, dass sie jetzt in dem Becken mit Kies jetzt schon Mangelerscheinungen aufweist. Das ist natürlich, ja, ein bisschen schade für das Experiment natürlich, unterstreicht aber nochmal die Komplexität von Rotala valici als Pflanze tatsächlich, die wirklich die ganze Zeit mit vielen Nährstoffen versorgt werden will. Trotzdem, Einfluss auf das Wachstum an sich gab es so gesehen bisher noch nicht. Wie gesagt, in beiden Becken ist sie ähnlich groß bisher. In der Zeit bis jetzt fanden 3 Wasserwechsel in beiden Becken statt. Bei den Wasserwechseln wurde auch jedes Mal natürlich die Scheiben ordentlich sauber gemacht, sodass man eben auch das Algenwachstum besser beurteilen kann, was wie gesagt eben im Becken mit Soil deutlich weiter vorangeschritten ist als im Becken mit Kies. Und jetzt kommen wir mal zu den Zeitraffern. Ich habe ja nicht umsonst da mit einem fetten Stativ die GoPro permanent vorinstalliert. Ich zeige dir jetzt mal direkt die Zeitraffer, die in der Zeit entstanden sind. Es ist wirklich cool zu beobachten, wie das unterschiedlich hochwächst.
Gefällt dir das Video bisher und konntest du schon etwas Neues daraus mitnehmen? Falls ja, gib mir doch bitte einen Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal, damit du kein Video verpasst und ich dich auf deinem Weg zum geilsten Aquarium begleiten kann. Was gibt es sonst noch für Auffälligkeiten bisher in dem Twinscape? Die Pflanzenunterschiede soweit klar, die Algenunterschiede auch soweit klar. Was ich noch ganz spannend fand, ist eine deutliche Auffälligkeit im CO2-Verbrauch. Das Aquarium mit Soil verbraucht deutlich mehr CO2 als das Aquarium ohne Soil. Ich habe ja den Blaudruckminderer benutzt mit den zwei Ausgängen und den zwei Blasenzählern. Ich habe das Aquarium gestartet, beziehungsweise das Experiment so gestartet, dass beide Blasenzähler die gleiche Anzahl Blasen ausgeben. Bereits nach ein paar Tagen war eindeutig zu sehen, dass das Aquarium mit Soil, dass der Dauertester einfach nicht grün werden wollte, wohingegen er im Aquarium ohne Soil grün war, bei der gleichen CO2-Menge. Und das zog sich so durch und ich musste alle paar Tage die CO2-Menge für das Aquarium mit Soil weiter erhöhen, um im Dauertest auf den gleichen Wert zu bekommen. Da Filter und Dauertest in beiden Aquarien an der gleichen Stelle hängen, ist auch davon auszugehen, dass die Verteilung des CO2 ähnlich gut funktioniert. Also muss ich davon ausgehen, dass hier tatsächlich eine höhere CO2-Aufnahme stattfindet, was ja auch logisch ist. Wenn schnelleres Wachstum da ist, wenn mehr Wachstum da ist, wenn ja dadurch automatisch auch jetzt bereits mehr Pflanzenmasse da ist, muss mehr CO2 verbraucht werden. Ist aber ganz spannend, das hier mal wirklich so im A-B-Vergleich direkt nebeneinander zu sehen. Ansonsten kann man als Fazit bisher mit auf den Weg geben. Soil als Bodengrund erreicht ein schnelleres Pflanzenwachstum und ein Mehr an Pflanzenwachstum bei gleichzeitigem schnelleren und häufigerem Algenwachstum. Beides trifft auf das Kiesbecken nicht zu. Das Kiesbecken fährt sozusagen schlicht und ergreifend langsamer und gemächlicher im Vergleich zum Soilbecken. Was glaubst du, wie geht das Ganze weiter? Wird sich dieser Unterschied weiter fortsetzen? Wird er stärker werden? Wird sich das irgendwann ausgleichen? Und was glaubst du, ist mit den Pflanzen, die bisher noch keinen Unterschied gezeigt haben? Bleibt das wohl so? Oder kommt auch da irgendwann noch der Punkt, wo das Becken mit Soil diesen Pflanzen auch noch mal einen Wachstumsschub verpassen kann. Ich bin selber sehr gespannt, wie das weitergeht und freue mich darauf, euch damit auf dem Laufenden zu halten.